Okay, was ist heute der Plan? Testweise einen von denen aufhängen. Ja. Rausfinden, wie wir die Abstandshalter unten machen. Und dann alle anderen entsprechend machen. Wo hängen wir den denn auf? Ich würde sagen, weil das die feststeste Position ist, über dem Klavier hier. Frage ist, auf welcher Höhe wir die aufhängen. Weil am geilsten wäre natürlich, wenn sie alle ungefähr auf einer Höhe hängen würden. Dann messen wir mal hier. Und das ist nachher der relevante. Ich würde den relativ zentriert über die Orgel hängen, oder? Ja. Guck mal, wie breit der ist. Oh, 66,5. Und dann messen wir mal von der Orgel bis zur Decke und gucken, wie viel Abstand wir auf beiden Seiten brauchen. Da haben wir 1,15,5. 1,15,5 minus 66,5. 50, 49. Durch 2. 24,5 von der Decke dann. Das war Mathematik. Oh Gott. Der ist aber breiter als die Wand. Wir müssen halt gucken, wie weit man von Hand drin kriegt und den Rest drehen wir noch halt von Zangen. Nice. Und jetzt ist die Frage, wie weit ist so ein Abstandshalter? Wir machen 8 cm ungefähr. Dann gehe ich mal einen von den Dingern halbieren und dann schrauben wir den mal hier drauf. Sobald wir den halbiert haben, können wir weitermachen im Prinzip. Aus 1 wird 2. Okay. Ich bin immer noch stolz auf diese Dinger, ne? Ich bin ehrlich erstaunt, dass alles, was ich bisher für die geplant habe, so gut funktioniert hat. So. Okay, schauen wir mal. Sieht doch gut aus. So, also für hier brauchen wir jetzt noch 3 andersrum gebolte. Das ist alles ein Haufen Arbeit, aber eben macht das Spaß. Hey! Alright, Hank! Hey Michael, wie ist das hier? Jo! Oh Gott, oh mein, oh nein! Lenny und Kameras. Ganz besondere Beziehung. Miese Idee. Es geht jetzt nur mal darum, grundsätzlich Positionierung und Testen der Wand. Aber sagen wir es mal so, bei den Akustiknummern spielt sich ja normalerweise eh nicht ganz so laut. Vom Lautstärkeunterschied her ist natürlich nicht riesig groß, aber... Es macht schon was aus. Easy, ich spiel mal. Warte, ich mach. Haben wir gesehen. Wir können da noch Befestigungen dran machen, dass man noch einen Vorhang oben drüber schmeißen kann. Hooray! Es macht einen Unterschied und es macht das Drumset tighter, weil es absorbt. Also ich hatte das ja mit der Snare Drum schon mal getestet. Da war es auch kein riesiger Unterschied, aber der Sound von der Snare Drum war ein massiger Unterschied. Wir können die Ceiling Cloud relativ weit vorne aufhängen, dann hast du auch noch ein bisschen Platz, um nach vorne zu kommen. Also das hier ist positionstechnisch eigentlich okay so. Ich baue jetzt mal die Wand ab. Nur mal so aus Spaß. Das macht schon einen Unterschied. Ne? Man merkt das nicht so sehr, wenn man nicht direkt vorne dran steht. Ja. Aber das ist schon enorm. Auch Content, Lenny. Ich gehe schon welchen in den Keller holen. Oh.
Chester Jones. Wenn ich wieder Musik im Proberaum, im Studio. Heute habe. Von The Ladder. The Ladder. Hey, ich bin Leonard Klein. Whee! Die Frage ist, ist da gleichmäßig Abstand zur Wand? Ja, das wäre deine Aufgabe. Lenin, ich halte fest und du misst. Das heißt messen? Naja, du musst einfach nur die beiden Kanten messen, einen Meter. Ungefähr 80. Ja. Alright. Time to live. Handzeichen. Okay, ich glaube, ich hab's. Alright. Dann gehe ich jetzt die Bohrmaschine holen. Du solltest dir eine Brille anziehen. Absorber, 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 Absorber. Vincent. Damit sind wir in dem Raum hier fertig. Ja, wir müssen nachher noch die Bassfallen verteilen, wenn wir ja, fertig sind. Ja, klar, aber die also nicht mehr aufgehängt werden oder so. Geil. Der Raum hier ist fertig. Jetzt haben wir schon Roberto. Der Raum hier hat noch einen ganz anderen Vibe. Im Moment steht noch. Rum. Ja, im Moment noch. Das wird auch. Aber ey, der eine da steht schon. Oh mein Gott, das ist so cool. Das ist so geil. Okay, dann ein langer Tag. On Absorber, literally. Alles hängt oder steht und ist fest. Jetzt ist es aufräumen, sauber machen. Die Rollen, vergiss die Rollen nicht. Ja, die machen wir jetzt noch. Steht. Nice, okay. Das war literally das letzte für heute, ne? Ja. Okay, ich weiß nicht, wie viele Vlogs das werden, aber... Holy shit, das wird ein Haufen sein. Eine Menge. Du wolltest doch Content. Ja.